der Lipgloss soll wie Feuer brennen und der andere soll eiskalt auf den Lippen werden. Ob das wirklich so stimmt, werden wir herausfinden. Beim roten steht aber schon spicy und hinten ist einfach so ein Feuer abgebildet. So langsam bekomme ich wirklich Angst, aber zum Glück haben wir noch den, der abkühlen soll. Da hinten ist dann auch ein Eiswürfel drauf. Feuer und Eis sind ja solche Gegensätze und ich habe echt richtig Schiss, wie das auf den Lippen jetzt gleich sein wird. Auf die linke Seite werde ich den Feuerlipgloss auftragen. Der riecht schon so schlimm, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der hat meine Nasenhaare abgebrannt. Und genauso hat er auch auf den Lippen gebrannt. Meine Lippen sind angeschwollen, deswegen habe ich den schnell zum Abkühlen gebraucht. Das Packaging ist einfach hier um Welten besser. Ich finde das mit dem Blau einfach so schön. Und den habe ich dann natürlich rechts aufgetragen. Und im ersten Moment habe ich noch gar nichts gespürt, aber nach einer Zeit merkt man wirklich, dass die Lippe irgendwie so einfriert. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich zu 100% den blauen nehmen, denn für den Sommer, glaube ich, ist es richtig gut.